Herr Stadtrat Jung. Im Namen meiner Fraktion... Oh! Im Namen meiner Fraktion lehne ich das Projekt ab. Und zwar aus den bekannten Gründen. Ja, ist denn, Herr Kollege, wir wollen was anderes hören. Ja, was ist denn mit den Briefen? Ja, die sind doch mit Auto geklärt werden, Mann. Schmeißen Sie doch die Stänker raus. Herr Stadtrat Niggelmann, Ihre Bemerkung war ungehörig. Allerdings. Aber wahr. Herr Kollege Jung, Ihre Bedenken bezüglich der Rentabilität meines Projektes kann ich nicht teilen. Immerhin ist ein so berühmter Künstler wie Jaroslav Martini davon überzeugt, die Musikwochen zu einem internationalen Ereignis machen zu können. Glauben Sie das? Kollegin Becker, ich bin leider kein solches Genie wie Herr Jaroslav Martini und ich gestehe freimütig, dass dieser Herr mich nicht im geringsten interessiert. Ehrlich? Sie nicht, aber die Kollegin Becker. In diesem Zusammenhang möchte ich das von Herrn Bürgermeister fragen. Das ist gar nicht nötig, wie der Verlauf der Debatte zeigt. Wie der Verlauf der Debatte zeigt, mischen sich hier offensichtlich private Motive in die Politik des Fräulein Bürgermeister. Damit ist ein Punkt erreicht, wo meine Fraktion leider nicht mehr mitmachen kann. Wir protestieren in aller Form und werden erst zurückkehren, wenn wieder objektiv verhandelt wird. Kommen Sie, meine Herren. Ja. Kommen Sie. Los, jetzt nichts wie abstimmen. Das geht leider nicht. Das Haus ist beschlussunfähig. Die Abstimmung muss vertagt werden. Alle Achtung, ein geschickter Dreh. Siehst du, mein Herz? Heute bin ich mal später dran. Und was hast du denn? Bist du böse? Ja. Aber Liebling, wir wollen doch nicht berufliche Dinge ins Schlafzimmer tragen. Das haben wir doch ausgemacht, hm? So. Aber dass du deine idiotische Eifersucht im Stadtrat demonstrierst, das ist was anderes, wie? Was habe ich? Das Gegenteil habe ich getan. Ich habe verhindert, dass Dinge zur Sprache kamen, die nur peinlich für dich sind. Du willst mir doch nicht einreden, dass du die Sitzung mir zuliebe unterbrochen hast. Jawohl. Und anstatt mir dankbar zu sein... Dankbar, dass ich nicht lache. Von mir aus hätten wir ruhig über diese anonymen Briefe sprechen können. Mir war einzig und alleine die Abstimmung wichtig. So. Ach, dir wäre also lieber gewesen, mich lächerlich zu machen. Vor wem denn? Vor wem? Vor mir. Ich komme ja schon wie ein Trottel vor. Hast du erlebt, wie alles über diese Briefe tuschelt? Und jetzt soll ich auch noch mit ansehen, wie du jede freie Minute mit diesem Kerl zusammensteckst. Das wirst du leider müssen. Jetzt erst recht. Was soll das heißen? Dass du mich direkt zu ihm treibst. Hier. Ich? Das wird ja immer schöner. Na, du ganz allein. Und wenn ihr mir die Sache bewilligt hättet, dann wäre dieser ganze Jaroslav Martini halb so wichtig. Jetzt muss ich natürlich zusehen, wie ich mir das Geld auch ohne euch beschaffe. Und das geht nur auf seinen Namen hin. Du hast es glücklich so weit gebracht, dass ich geradezu auf ihn angewiesen bin. Morgen Abend gehe ich zu ihm und mache den Vertrag. Das wirst du nicht tun. Das werde ich ja tun. Oder glaubst du, dass ich meine Pläne aufgebe, nur weil dir die Nase von Herrn Jaroslav Martini nicht passt? Es geht gar nicht um die Nase, es geht darum, dass ich es dir einfach verbiete. Das kannst du nicht. Noch bin ich Bürgermeister. Und ich Ehemann. Jetzt fängt das schon wieder an. Gar nichts fängt an. Wenn du willst, hört es sofort auf. Du brauchst nur morgen hinzugehen und du siehst mich nie wieder. Jetzt machst du dich aber wirklich lächerlich. So. Gehst du morgen hin oder gehst du nicht hin? Ich gehe. Okay. Bitte, Herr Anwalt, muss ein Mann sich das gefallen lassen?
Ich meine, es gibt doch einfach einen Punkt, wo eine Frau nachgeben muss, auch wenn sie noch so ehrgeizig ist. Wenn man sie bittet, bettelt, anfleht. Nur warten Sie doch erstmal ab, ob es auch wirklich dorthin geht. Es geht gut. Warten wir ab. Aber wenn, dann gibt's nur eins. Scheidung. Sie gefallen mir heute gar nicht. Sie sind so ernst. Bitte kann ich noch einen Drink haben. Hatten Sie Ärger in der Stadtratssitzung? Diese Stadt verdient Sie überhaupt nicht. Herr Martini, ohne den Vertrag mit Ihnen bin ich erledigt. Mein Gott, Sie weinen ja. Bitte. Entschuldigen Sie. Ich habe zu viel getrunken. Das soll eine Bürgermeisterin nicht. Trunkenheit im Amt. Aber Liebste, Sie sind doch jetzt nicht im Amt. Ich? Ich bin überall im Amt, Tag und Nacht. Mein ganzes Leben ist ein Amt. Manchmal bin ich es so leid. Ich bin ja überhaupt keine Frau mehr. Sehen Sie, und dazu sind Sie viel zu schade. Sie sollten lieber heiraten. Was? Na Fanny, Sie wissen doch gar nicht, was wahres Glück ist. Ich... Ja, Axel, Herr Stadtrat, was suchen Sie denn hier? Dich. Du kommst sofort mit. Ich kann mich nicht erinnern, Sie eingeladen zu haben. Ich auch nicht. Also ich muss schon sagen... Sagen Sie gar nichts, hören Sie lieber zu. Bitte sag es Ihnen. Aber laut und deutlich. Bitte komm. Gut, dann sag ich es. Damit keine Missverständnisse bestehen. Diese Dame ist meine Frau. Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Du wirst mir noch einmal dankbar dafür sein, dass ich dich vor einer großen Dummheit bewahrt habe. Mach dich doch nicht lächerlich. Ach, du willst also, dass ich mich scheiden lasse? Du? Ich lasse mich scheiden. Was du dir jetzt geleistet hast, das reicht mir. Also was ist denn nun? Willst du klagen? Will er klagen? Was ist das für ein Unsinn? Bitte, Vater, macht das unter euch aus. Ach. Hauptsache, dass niemand was davon erfährt. Niemand was erfährt? Wir haben heimlich geheiratet, da müssen wir uns auch heimlich wieder scheiden lassen. Eben. Was anderes konnte ja mit dem Unfug auch nicht herauskommen. Diese verdammte Heimlichtuerei. Kindchen. Bleib zusammen. Sag's den Leuten, dann ist alles in Ordnung. Oh nein. Du weißt doch, was dann passiert. Dann muss er zurücktreten. Na und? Ich werde mit ihm sprechen. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Soll ich mir nachsagen lassen, dass ich mir meinen ärgsten Gegner auf diese Weise vom Hals geschafft habe? Nein. Bitte. Bitte, wenn du meinst, dass es richtig ist, der Politik wegen einer Ehe zu opfern. Es ist ja nicht nur wegen der Politik. Warum haben es Männer und Frauen nur so schwer miteinander? Ja. Er ist da, oben. Du packst? Wie du siehst, bleibt mir auch nichts anderes übrig. 13 Monate und 2 Tage hat unsere Ehe gedauert. Dein gutes Gedächtnis. Ja, das hab ich. Weißt du noch, wie du mal gesagt hast? Unsere Zukunft ist der einzig klare Punkt in deinem Leben. Hab ich mich eben geirrt? Nicht nur du, wir beide. Wahrscheinlich. Wir hätten eben niemals heiraten sollen. Du weißt ja, warum wir es getan haben. Man heiratet eben nicht unter so idiotischen Umständen, ohne sich gut genug zu kennen. Zum Heiraten muss man sich Zeit lassen. Das läuft einem ja auch nicht davon. Sehr vernünftig. Natürlich. Aber ob man mit Vernunft auch lieben kann? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich braucht man zum Glücklichsein eine Sonderbegabung. Was machst du denn da? Ich nähe einen Knopf an. Sonst denkt deine Mutter, ich hätte nicht Acht gegeben auf dich. Nähen kannst du also auch? Sag nicht, was du jetzt sagen willst. Leg's wieder hin. Schade. Es hätte alles so schön sein können. Aber es ist eben schwer, eine Frau zu lieben, der ihr Ehrgeiz wichtiger ist als dies alles. Es ist sehr schwer, einen Mann zu lieben, der nicht genug Vertrauen hat. Ich sag nichts mehr. Du sollst auch jetzt das letzte Wort haben. Leopold. Auf Wiedersehen.
In der Ehescheidungssache Jung gegen Jung ergeht folgendes Urteil. Die Ehe der Parteien wird geschieden. Die Parteien haben sich in die Kosten des Rechtsstreites zu teilen. Falls keine Rechtsmittel eingelegt werden, erhält das Urteil nach Ablauf von 4 Wochen Rechtskraft. Darf ich die Anwesenden bitten, sich von ihren Plätzen zu erheben? Herr Anton Ludwig Adam, sind Sie gewillt, die Ehe mit Fräulein Eva Maria Elisabeth Nigelmann einzugehen? Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Fräulein Eva Maria Elisabeth Nigelmann, sind Sie bereit, die Ehe mit Herrn Anton Ludwig Adam einzugehen? Dann antworten Sie mit Ja. Ja. Nachdem Sie beide meine Frage bejaht haben, sind Sie nun rechtskräftig verbundene Eheleute. Im Namen des Stadtrats Rosenburg möchte ich Ihnen aufs Herzlichste gratulieren. Darf ich Sie bitten, hier zu unterschreiben? Darf ich Sie auch bitten zu unterzeichnen? Bitte sehr. Und bitte Sie auch. Liebe Evi und lieber Toni, ich möchte euch noch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Was ihr euch vorgenommen habt, ist nicht ganz leicht. Gerade ihr beide seid in sehr verschiedenen Auffassungen aufgewachsen. Auch wenn ihr heute darüber lachen mögt, früher oder später werden Tage kommen, wo sich Schwierigkeiten daraus ergeben. Schwierigkeiten, die ihr nur mit sehr viel Liebe und mit all eurem guten Willen überwinden könnt. Hütet euch in solchen Augenblicken davor, euch in Gegensätzen zu versteifen. Hütet euch, um jeden Preis Recht haben zu wollen, wo es doch nur darum geht, sich lieb zu haben. Vielleicht wird euch das dann sehr schwer vorkommen. Ihr werdet aneinander zweifeln, ihr werdet euch gar nicht mehr verstehen. Aber da gibt es dann nur eins, Vertrauen zueinander zu haben. Denn das ist es, was eine Ehe noch über die Liebe hinaus wertvoll und beständig macht. Vertrauen und nochmals Vertrauen. Alles Gute, Evi. Alles Gute, Toni. Danke. Ja, Frau Adam, viel Glück. Alles Gute. Danke. Jetzt ist alles aus. Wieso? Wenn Herr Nigelmann schon jetzt so blau ist, dass er nicht zur Hochzeit kommen konnte, dann kommt er auch nicht zur Stadtratssitzung. Ein Skandal, so etwas. Ach, Finkchen, seien Sie nicht so hart. Vielleicht ist so eine Hochzeit am Ende viel wichtiger als unser ganzes Getue hier. Wissen Sie, was das bedeutet? Jetzt haben die anderen die Mehrheit. Wir werden verlieren. Es war alles umsonst. Ja, das war's wohl. Liebe Hörer, wir sind mit unserem Mikrofon wieder einmal im großen Rathaussaal von Rosenburg. Heute geht es um die Frage, wird Rosenburg in die Geschichte der Musik eingehen? Wird es einst neben Bayreuth oder Salzburg bestehen? Wird es Rosenburger Musikwochen geben oder nicht? Das ist hier die Frage. Die Rosenburger, die eine heftige Auseinandersetzung erwarten, sind zahlreich erschienen. Eine große Spannung liegt über dem Saal. Wird die Bürgermeisterin, die die Musikwochen zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hat, eine Niederlage erleiden oder mit einem Sieg nach Hause gehen? Ja, und jetzt betritt als prominentester Besucher Herr Generalmusikdirektor Jaroslav Martini die Galerie. Der berühmte Dirigent soll durch seinen Namen den Musikwochen einen internationalen Ruf geben. Man spricht schon von Martini-Wochen. Herr Generalmusikdirektor, darf ich Sie um Ihre Meinung bitten? Wie stehen Sie zu den Rosenburger Musikwochen? Wie bitte? Also, ja. Also, um das zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen. Als ich vor einigen Monaten von Edinburgh kommend zu Gast bei der Königin von England auf Schloss Balmoral war und diese bezaubernden schottischen Grenadiere mit den kurzen Röckchen sah, des Stadtrats. Bitte zur Tagesordnung, Herr Stadtdirektor. Punkt 1, Beschlussfassung über Schloss Perchtelen. Zur Debatte steht der Antrag des Bürgermeisters, das Schloss für kulturelle Zwecke zu verwenden und entsprechend instand zu setzen. Irgendwelche Wortmeldungen? Keine. Dann bitte ich abzustimmen. Stimmen dafür? Stimmen dafür? Was ist denn die Hand runter? Jawohl, die alle Kassen. Meine Herren,
Meine Herren, ich sehe an der allgemeinen Unruhe, dass meine Haltung Sie überrascht. Ja, allerdings. Vielleicht sogar befremdet. Bitte glauben Sie nicht, ich hätte die Partei gewechselt. Aber ein Stadtrat, ein Abgeordneter, ist bekanntlicherweise auch seinem Gewissen verpflichtet. Und dieses Gewissen, mein Gewissen, habe ich noch einmal gründlich befragt. Ich habe dabei einsehen müssen, dass die Leitung der Stadt in diesem bestimmten Punkte absolut recht hat. Meine Herren, es kommt darauf an, das Richtige zu tun und sich nicht in unfruchtbaren Gegensätzen zu versteifen. Wenn ich diesen Fehler eine Zeit lang selbst gemacht habe, so nur deshalb, weil ich nicht frei war von persönlichen Ressentiments. Das habe ich eingesehen und wollte es im Interesse der Sauberkeit hier im Hause nicht verschweigen. Der Antrag ist angenommen. Punkt 2. Einen Moment bitte. Nachdem in diesem Augenblick das Wort Sauberkeit gefallen ist, möchte ich auch etwas bemerken. Es gehen in letzter Zeit anonyme Briefe um, die mich betreffen. Und ich glaube auch zu wissen, wer diese anonymen Briefe geschrieben hat. In Verbindung mit einer bekannten Persönlichkeit glaubt dieser merkwürdige Briefschreiber, mir einen unmoralischen Lebenswandel andichten zu können. Ich möchte diese Gerüchte in aller Form zurückweisen. Eine entsprechende Verbindung besteht nicht. Eine entsprechende Verbindung hat nie bestanden. Um Ihnen die Haltlosigkeit der Sache darzulegen, muss ich Ihnen, so unangenehm es mir ist, eine Tatsache mitteilen, die im Interesse der Sauberkeit ebenfalls nicht länger verschwiegen werden darf. Ich habe vor 15 Monaten Herrn Stadtrat Jung geheiratet. Das ist der Unfall! Selbstverständlich werde ich die Konsequenzen daraus ziehen und von meinem Amt zurücktreten. Meine Stimmabgabe hat nicht das Geringste damit zu tun. Vielleicht glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass diese Ehe vor einigen Wochen geschieden wurde. Das ändert nichts an meinem Entschluss, dass ich von meinem Amt zurücktrete. Das ist gar nicht nötig. Nachdem die Dinge zur Sprache gekommen sind, werde ich zurücktreten. Das wirst du nicht tun. Ich trete zurück. Das werde ich ja tun. Du bleibst. Na, ich denke ja nicht daran. Du bleibst. Sag mal, musst du denn immer das letzte Wort haben? Ich bitte, die Würde des Hauses zu wahren. Die Sitzung ist geschlossen. Du kannst machen, was du willst. Ich trete zurück und dabei bleibt es. Du wirst nicht zurücktreten. Warum soll es dein nächster Mann besser haben? Freu dich nicht zu früh. Leider können Frauen erst 9 Monate nach der Scheidung wieder heiraten. Warum? Für den Fall, dass sie nämlich aus der geschiedenen Ehe noch ein Kind erwarten. Aber das ist in diesem Fall eine reine Formsache. Weißt du das so genau? Nee. Soeben werden die Rosenburger Musikwochen mit der Festspielouvertüre von Jaroslav Martini eröffnet. Es wird allgemein sehr bedauert, dass die wichtigste Person fehlt, der die Stadt diese Festspiele verdankt. Frau Dr. Fanny Jung, geborene Becker. Sie wird vertreten von ihrem Mann, dem Herrn Bundestagsabgeordneten Axel Jung. Auch noch das zweite große Ereignis in Rosenburg versäumt. Die Geburt des 57.869. Rosenburger Bürgers, der, wie wir mit Recht annehmen dürfen, Axel heißen soll.